Und damit willkommen zurück zu Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm, zum letzten, hoffentlich letzten Part, in dem wir noch das letzte Areal angehen wollen, nochmal die letzten stärksten Gegner dieses Spiels, bei denen man auch Erfahrungspunkte bekommen kann und bei denen man leveln kann und so weiter und so fort. Ja. Duellberg, Areal 10, wir haben jetzt alle auf 64 trainiert. Ich habe auch noch ein paar Attacken gelernt, also, beziehungsweise das ist nichts wirklich, also. Nicht neu. Ich weiß nicht, ob ich schon gezeigt habe, Rotalanda kann Erdbeben, aber es kann sein, dass ich das schon bei Colosseum Ore gezeigt habe, weil das hat es da schon gehabt. Auf jeden Fall Schutzschild habe ich nämlich Blitzer und Hundemon noch gegeben. Habe ich mir im Lagerturm gekauft und habe statt Brille und Donnerwelle eben jetzt den Schutzschild reingehauen für die beiden. Und ja, hoffe, dass ich damit dann eben auch ab und an bei Erdbeben und sowas dann ein bisschen switchen kann. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die beiden mit Rotalanda oder Lugia zusammenkämpfen, dann können die beiden eben auch mal einfach Schutzschild einsetzen und Lugia kann trotzdem das Erdbeben machen. Oder auch wenn die Gegner natürlich mit Erdbeben und sowas kommen, habe ich dann auch eine Möglichkeit. So, beginnen wir auf Platte 91, wie gesagt. Bist du glücklich, wenn es regnet? Tatsächlich bin ich damit ziemlich zufrieden gerade, ja. Zumindest in diesem Pokémon-Fall. Weil, wenn es regnet, trifft mein Donner immer. Insofern, ja, finde ich ganz gut, wenn es regnet. Also, verschwende ruhig einen Zug mit Regentanz. Finde ich voll in Ordnung. Währenddessen kill ich erstmal deinen Saganabis. Und dann hoffen wir, dass dein Regentanz beikommt. Ihr seht schon, Level 66, der Typ. Oh ja, und ich erinnere mich. Ich habe nämlich bei, im Duellberg noch fast gegen ihn verloren. War da ja auch noch ein paar Level tiefer. Aber das war ein sehr, sehr interessanter Kampf gegen ihn. So. Aber auf jeden Fall ist es schon mal ein Fakt, dass wir jetzt möglichst das Seltra-King auch weghaben wollen. Oder zumindest schon mal viel Schaden reinmachen wollen auf das Seltra-King. Denn das ist ziemlich gefährlich. Jetzt allerdings weniger. Perfekt. Okay. Diesmal denke ich nicht, dass wir so dasselbe Problem haben werden. Denn Seltra-King hat natürlich die Fähigkeit Wassertempo. Im Regen ist es dann noch schneller. Und das hatte mich beim letzten Mal dann ziemlich auseinandergenommen. Sagen wir es mal so. Also ja, nach diesem Regentanz war dann das Seltra-King ziemlich heftig. Ich habe dann nämlich erstmal Cavaloris fokussiert. Ich hatte natürlich auch nicht gerade Blitzer und Kapilz draußen. Ich hatte wahrscheinlich irgendwas anderes draußen. Und ja, sagen wir so, das Seltra-King hat mich fast gesweept. Das Gute ist allerdings, mein Gardevoir hat das Wassertempo kopiert und konnte dann eben auch selber schneller als das Seltra-King sein. Und so konnte ich es dann halt letztendlich dann doch fertig machen. Aber trotzdem nicht gerade das Schönste, was passieren hätte können. Gut, aber diesmal ist Seltra-King schon mal weg. Kapilz erreicht Level 65. Perfekt. Und ein Alamis. Kommt in den Kampf. Hydro-Bomb betrifft und wenn der Flugzeug geht, war es das wahrscheinlich, ja. Schade. Ich hätte gerne dem Alabis noch einen Donner reingehauen. Lässt sich aber gerade wohl nicht ändern. Also Gardevoir. Darfst du den Rest da machen? So, mit der Psychokinese auf Alabis. Ich glaube, das passt und du machst einfach, weil das Ganze den Megasauger. Alabis hat natürlich auch das Wassertempo. Kapilz wird überleben. Danke. Ich wollte nämlich das Melodik auch gerne weghaben. Diese Runde. Wärst du drauf gegangen, wäre das nämlich nicht passiert. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass das Ding natürlich auch schneller ist. Dann hätte ich mich nämlich erstmal mit beiden auf Melodik fokussiert. Hätte das Alabis erstmal sein lassen. So, Landtouren, okay. Jawohl, das macht gut Schaden.
dann würde ich sagen, ist Kampel so gut wie K.O. Das lassen wir dann aber auch. Gehen dann noch das Alabis und dann schauen wir mal. Wen wir dann reinsetzen. Wundermon werde ich da jetzt nicht reinbringen in den Kampf. Ich schicke lieber Lugia mal rein. So. Das war's dann für Alabis. Da kommt der Donner. Ah, der sogar direkt nur auf Lugia geht. Aber gut. Jetzt habe ich zwei Pokémon draußen, zweimal Psychokinesen. Ich denke, das sollte ganz gut klappen. Das heißt, wenn noch eins meiner beiden Pokémon erledigt, habe ich ja immer noch genug in der Hand. Jawohl. Hat schon fast gereicht. Hydro-Pumpe wäre nochmal durch den Regen verstärkt worden. Trifft aber nicht, der Regen hört auf und das war's dann für ihn. Ich hoffe mal nicht, dass er jetzt noch extra Schutzschild einsetzt, das wäre nur nervig. Macht er nicht, sehr gut. Wobei ich auch nicht weiß, ob er das hat, aber hätte ja sein können. Das andere Lanthorn kurz davor hatte das. In dem Areal davor gab es nämlich auch einen Typen mit Lanthorn und Welsar und Sumpex. Und er hat halt Erdbeben eingesetzt und dann hat er natürlich auf dem Ding, nee, Morlot und Welsar. Sumpex hat dann wiederum ein anderer. Aber trotzdem, sobald ein Boden-Pokémon drin ist, Erdbeben und Schutzschild. Das kann man sich bei den Typen eigentlich prinzipiell merken. So. Gardevoir und Kano dürfen ran, um den 92er hier zu bekämpfen. Meine Anerkennung ist weit gekommen, bist aber deine Reise wird hier in einem fürchterlichen Sandsturm enden. Okay, ich weiß, worauf das hinauslaufen wird. Despotar und Noctuska. Okay. Blöd natürlich, dass ich jetzt tatsächlich kein Kapels draußen habe. Ich glaube, ich muss einfach mal das komplette Team wechseln gerade. Weil die beiden halt wirklich gerade überhaupt nichts bringen gegen die. Da gehen wir mal in zwei Flieger rein. Weil die sollten sowohl Pflanzen als auch Bodenattacken gut standhalten, also. Sollte das schon gehen? Kapels wäre halt gut gewesen. Das hätte Despotar gleich weghauen können. Da hätte ich dann wahrscheinlich Schutzschild auf Kano gemacht und mit Kapels dann den Durchbruch. Noctuska wehrt die Attacke ab, okay. Okay, ich sehe, wohin du hinaus willst. Das mag ich aber mal gar nicht sehen. Da ist ein Sandschleier. Macht dann noch ein Doppelteam. Das Gute ist natürlich, dass ich dafür immer noch Aeroas habe. Und gegen Despotar machen wir die Hydro-Pumpe. Jawohl. Macht etwas mehr als die Hälfte Schaden. Perfekt. Jetzt muss ich nur nochmal treffen. Ist das schon mal weg. Und das Noctuska geht sogar mit einem One-Hit. Perfekt. Stolos, okay. Stolos ist interessant. Ich glaube, ich mache einfach zweimal Erdbeben. Wenn das in einer von beiden Schutzschild macht, ist mir das egal. Und zwei Erdbeben reichen aber auch, um das Despotar zu killen. Und zwei Erdbeben reichen auch locker aus, um das Stolos zu killen, natürlich. Deswegen Erdbeben. Und Erdbeben. Was ihr Typen nämlich könnt, kann ich schon lange. Erdbeben spammen. Boom. Boom. So,
So. Das war Nummer 1. Und hier kommt Nummer 2. Und auf Wiedersehen, Disputer. Und auf Wiedersehen, Stollers. Auch ein cooles Pokémon. Ich glaube, ich werde mir auch mal irgendwann Stollers zulegen. Auch wenn es leider natürlich nicht so gut ist, aber es ist ganz cool. So, Skorgler. Okay. Und ein Sandama. Alles klar, dann denke ich mal, will ich erstmal das Sandama loswerden. Oder? Gute Frage, was ich zuerst loswerden will. Ja, wir hatten erstmal Sandama los. Bevor das hier nämlich jetzt auch noch mit Doppelteam und so einem Scheiß ankommt, dann haue ich dir bei ihm jetzt gleich schon mal ordentlich Schaden rein. Wow, das war ein Crit, das war sogar ein One-Hit. Wunderbar. Damit haben wir nur noch Skorgler und das sollte jetzt kein Problem mehr werden. Nee. Definitiv nicht, wenn das schon die Hälfte abzieht. Ist der Kampf zu diesem Zeitpunkt gelaufen? Das, obwohl ich das denkbar schlechteste Team zu Beginn drin hatte. Lugia und Rotalanda sind echt ein gutes Team zusammen. Also sie funktionieren zusammen sehr gut, das meine ich halt. Wir können halt beide Erdbeben einsetzen, können beide auch spezielle Angriffe zurückgreifen. Haben einen Angriff, der immer trifft. Haben eine gute Abdeckung von Typen. Ja. Passt doch. Rotalanda kann sich noch zur Not boosten. Nur noch 8 Posten. Lass von nichts mehr aufhalten. Okay. Mal schauen, was die Nummer 93 jetzt zu bieten hat. Auch schon 12 Minuten für die zwei Kämpfe. Okay, die werden ein bisschen länger. Die Kämpfe. Raikou nach Taga. Oh Gott. Naja, mal schauen. Ich gehe mal fast von einem Regentanz nach Taga wieder aus. Trotzdem gehe ich jetzt nämlich erstmal auf das nach Taga los, oder? Mach mal Gedanken. Genau. Rechte Hand. Das geht natürlich auch. Rechte Hand und so Raikou boosten. Ich habe halt auf Regentanz Donner Raikou gedacht, also dass er jetzt erstmal einen Regentanz macht und dann mit Donner auf Raikou nachzieht. Aber ne, er geht direkt zum Knirscher. Und mit rechter Hand macht das dann natürlich ganz gut Schaden. Okay, mit Gedankengut sollte ich definitiv den nächsten Angriff überleben. Und haue ihm dann noch eine Psychokinese rein. Wenn er offensiv vorangeht, dann gehe ich halt auch offensiv voran. Ich habe halt wie gedacht eher auf Regentanz donnern. Da hätte mir das nicht so viel ausgemacht. Da hätte ich lieber Gedankengut eingesetzt. Aber so rum sollte ich dann lieber doch eine Gegenoffensive starten. Ansonsten ist Gardevoir nämlich gleich da hinüber. Ja, Spezialverteidigung sinkt noch, aber zum Glück erst jetzt, denn der nächste Angriff reicht dann sowieso. Aber es kann auch mal ordentlich Schaden raushauen, jawohl. Und jetzt sollte nach Tara auch down gehen. Jawohl, ja. Und Kano erreicht sogar noch 65. Wunderbar. Gardevoir leider noch nicht und wird es auch nicht mehr in dem Kampf. Weil es wahrscheinlich gleich drauf gehen wird. Nein, er entscheidet sich, sie entscheidet sich plötzlich um und greift lieber Blitzer an, aber dem war nicht so. Trotzdem gute Arbeit, Gardevoir. Denn du hast dem Raikou ordentlich Schaden reingehauen. Den Rest erledigt er jetzt. Hundemorn. So. Jan überlebt natürlich auch einen Donnerblitz, aber jetzt kommt ein Knirscher, der nur noch normal effektiv sein kann. Und
auch nicht allzu viel Schaden machen. Perfekt. Gedanken mit Psyana. Ich habe aber um einiges mehr als die Hälfte weggemacht. Das heißt, es könnte trotzdem reichen. Na, wir sehen es ja gleich. Muss zudem natürlich auch noch drauf gucken, was er als nächstes einsetzt. Ein Suicune. Okay, da muss ich jetzt eh umsteigen. Und lieber mit Knirsch auf Psyana losgehen und mit dem Donnerblitz auf Suicune. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Psychokinese wird wehtun. Na gut, ich habe jetzt eher gedacht, dass er vielleicht sich weiter heilen möchte, aber dazu hat er wohl keinen Bock. Na gut. Schauen wir mal, ob wir da jetzt noch alles gerade biegen können oder nicht. Gut, das reicht schon mal. Damit geht auch Psyana dahin. Das war sogar nämlich noch leicht gefährlich. Und da kommt ein Entei. Okay. Von diesem Punkt aus sollte es wieder etwas besser gehen sogar. Denn ich mache einfach mal Erdbeben und mache einmal das Schutzschild. Und hoffe einfach mal, dass das Erdbeben für Suicune reicht und Entei ordentlich Schaden macht. Nummer 1 schon mal gepasst. Nummer 2 wird definitiv passen. Weil es ein Feuer-Pokémon ist. Wow, es war sogar fast ein One-Hit. Schade. So, und Entei ist auch schon das letzte Pokémon. Es greift sogar Hundemon an. Perfekt. Das heißt, bye-bye, Entei. Ja, der Kampf lief doch dann ganz gut. Unterlander recht Level 65. Und wir haben auch den vierten Posten geschafft und sind schon bei 17 Minuten. Mann, Mann, Mann. Ne, den dritten. Wow. Aber okay, das werden wir noch hinkriegen. Hundemon und Gardevoir dürfen die erste Front machen jetzt. Bei Posten Nummer 94. Bodybuilder Gregor. Logok und Megania. Hört sich zumindest vom Namen her schon mal sehr, sehr gut an. Vom Matchup. Denn Feuer und Psycho ist verdammt gut gegen Kampf und Pflanze. Ja, den Notdünger hätte ich jetzt nicht unbedingt erkennen müssen, aber sei es drum. Schauen wir zu, dass wir ihm ordentlich Schaden reinhauen. Megania wird definitiv einen Flammenwurf überleben. So viel bin ich mir ziemlich sicher. Ich hätte sogar fast mit ein bisschen mehr erwartet. Aber okay, das wird ein One-Hit. Ich muss zugeben, ich verstehe nicht, warum Logok unbedingt ins Über musste. Okay, Speed Plus und so, aber... Man hätte es ja so machen können, dass wenn er die Fähigkeit hat, dann Über ist. Und wenn er es nicht hat, ist er halt nur... Oh, ah, keine Ahnung. Ich habe Logok selber nicht gespielt, es war schon gebannt, bevor ich dann halt wirklich angefangen habe, kompetitiv zu spielen. Insofern habe ich keine Ahnung, ob es wirklich einfach nur so mega gefährlich ist. Der Fakt ist, Simsala räumt damit, glaube ich, auf und auch Psyana dürfte damit aufräumen. Und prinzipiell alles, was schnell ist und Psycho-Attacken kann, zum Beispiel auch Pachuzu. Oder halt schneller Wasser-Pokémon. Keine Ahnung. So, Sumpex, also ja, die ganzen Starter hier. Und das Ding kann auch Erdbeben. Au. Backe. Na gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, sondern eher mit einer Wasserattacke, aber... Na gut. Dann schauen wir mal.
Lugia und Gardevoir das hier zusammen noch schaffen hier. Ich denke, das sollte schon aufgehen. Psychokinese gegen dich und eine Psychokinese gegen dich und dann passt das. Okay. Macht wieder ein Schutzschild. Das heißt aber auch, dass ich wahrscheinlich einen kleinen Schlag auf den Pagator kriege und ansonsten nichts weiter passiert in dieser Runde. Außer es halt nur noch ein Gewalt reinkriegt, aber das ist okay. So, dann bin ich mal dafür, dass wir einfach... Oder auch nicht. Ich hoffe mal, dass Gardevoir Sumpex mit einem Schlag erledigen kann. Das wäre wunderbar. Ansonsten müssen wir jetzt sehen, wie es läuft. Kriegen wir wahrscheinlich ein Erdbeben jetzt ab. Und das wird dann Gardevoir nicht mehr überstehen. Ja, leider nicht. Und kommt's Erdbeben? Natürlich. Ich denke halt nicht, dass Gardevoir das überleben kann von einem Suplex. Wenn schon Gewaltrohr so viel Schaden nimmt, das recht nicht. Ja. Trotzdem gut gekämpft, Gardevoir. Daran lässt sich jetzt gerade nichts ändern. So, einmal Psychokinese, einmal Megasauger. Und schon ist wieder alles bereinigt. Konopto. Letztes Pokémon. Oh, es leckt gerade ein bisschen. Machen wir einfach einen Psy-Schub und einen Durchbruch, das sollte passen. Seid natürlich schneller als Kapilz, dann wahrscheinlich nicht. Wenn der Feuersturm trifft, das wird Kapilz definitiv nicht überstehen. Au. Na gut, Blitzer, du darfst ein bisschen was abstauben. Boah, what the fuck ist denn jetzt los? Ich muss dann gleich mal was nachgucken. Und ich werde dann auch wahrscheinlich den nächsten Part beenden. Erstmal muss ich was Kurzes gucken. Also einen Posten mache ich auf jeden Fall noch. Aber wie gesagt, muss mal schnell was nachgucken. Nicht, dass mir hier auf einmal irgendwas abbricht. Das wäre ganz schlecht. Komm mal, halt dich. So. Und ich bin gleich wieder da. Okay. Sollte eigentlich passen. Das war nicht der Grund, warum ich jetzt gedacht habe und ein bisschen Panik geschoben habe. Ich habe nämlich gedacht, meine Festplatte ist vielleicht fast voll. Und deswegen fängt es an zu laggen, weil es nicht mehr genug Speicherplatz hat. Und bricht jeden Moment ab. Aber ich habe noch mehr als genug Platz. Sowohl Tenso und Starmie. Hundemon und Gardevoir. Wieder nicht so toll. Aber immerhin habe ich einen Blitzfänger. Die kann man ja schon mal nehmen. Die Hydrobombe geht auch daneben, das passt. Regentanz. Okay. Mal schauen. Das heißt nämlich, die Hydrobombe wird demnächst wehtun. Aber ich habe sogar fast erledigen können, das Dummy. Gut. Und auch das Voltenso ist fast direkt K.O.
Wollen wir erstmal sehen, was wir Stami wegbekommen mit dem Regen. Bei Hundemon. Ja, Kappels, du darfst erstmal. Ich habe überlegt, ob ich Kappels Tempo hier beibringe. Ich habe es aber gelassen, aber das wäre ja wahrscheinlich keine schlechte Idee gewesen. Okay. Das wird ja nicht anscheinend funktioniert, den Fitzhänger nur, wenn er mit jemand anderem angreift. Und dann ist auch die Frage, ob er das dann absolvieren würde. Ich glaube ja mal nicht. Also, ob Gardevoir das absolvieren würde. Naja. Schauen wir mal. Da kommt auf jeden Fall Rietze raus. Und ich denke mal, gegen Rietze raus sollten wir ganz gut durchkommen. Machen trotzdem einen Durchbruch und machen die Psychokinese gegen Voltenso. Voltenso hat ein Schutzschild. Alles kommt gleich ein Erdbeben. Aber nichtsdestotrotz kommt das Rietze raus jetzt erstmal einen Durchbruch ab. Das übersteht es aber schade. So, Gardevoir, wie sieht's bei dir aus? Könnte knapp werden. Ja. Gardevoir bekommt einfach nicht das Level-Up auch. Genauso wie Hundemon. Okay, schauen wir mal. Mit euch beiden sollte ich jetzt die beiden auf jeden Fall relativ gut fertig machen können. Zudem mit Hilfe des Regens. Blitzer, nachdem ihr beide weg seid, ordentlich mit dem Donner zuschlagen. Und ich bezweifle mal, dass er noch einen dritten Blitzfinger hat und wenn, dann wird es Raichu sein. Mal schauen. Na, da kommt ein Garados. Das ist schon mal kein Blitzfinger. Also es ist ein Blitzfinger, weil es fängt sich oft häufig Elektroattacken ein, aber ansonsten kann es nicht zu viel mit Blitzen anfangen, weil es geht sofort rauf dadurch. So, das geht sowas erledigt. Wie erwünscht. Und hat er noch einen Raichu? Nein, nein, Mantax. Ha. Das heißt, Blitzer, du darfst einmal volle Kanne durchbashen. Und einfach alles wegdonnern. Was Sinn des Wortes, wegdonnern? Wunderbar. Ja, das kommt davon, wenn man die zwei Konter für den Rest seines Teams gleich zu Beginn wegwirft. Oder beziehungsweise schon zu früh wegwirft. Also richtigen Grund hat es nicht gegeben, für ihn Rietzeros einzusetzen da vorhin. Hätte er lieber gleich Mantax oder sowas reinhauen können. Dann hätte er nicht keinen Elektroattack auf die machen können, sondern hätte erstmal auch dann wieder Voltenso wegkriegen müssen. Und dann hätte er immer noch Rietzeros reinbringen können. Hätte sich halt länger vor meinen Elektro-Attacken schützen können. So, natürlich ist er jetzt gefundenes Fresschen. Ich muss nur noch einmal durch die Paralyse durchkommen, oder war's das? Ich kann ja mal einen Wuchtschlag machen, mal sehen, ob ich den nochmal wieder reinkriege. Ne. Ich habe jetzt ja eh noch nicht ein einziges Mal Wuchtschlag bekommen. Dafür den Tempo-Effekt zu machen, wäre echt nicht schlecht, glaube ich. Aber jetzt ist es auch schon wieder fast vorbei, also. Das ist das Projekt an sich. Okay. Den haben wir erledigt. Dieser Posten hier könnte mal wieder renoviert werden. Wenn du sagst. Ich würde sagen, einen Posten mache ich noch. Dass wir dann die letzten 97, 98, 99, die letzten 4 dann im einen Part haben. Dann haben wir nämlich die Top 4. Nur einen Champion gibt es da nicht, also hätte ich vielleicht. Nein. So, Togetic und Ninjask. Sollte ganz gut klappen.
Das Togetic wird ein bisschen dauern, wenn ich das klein kriege, aber ansonsten. Oh, vor allem Gardevoir holt sich den Temposchub, das ist geil. Na, Spotlight, okay. Das ist natürlich blöd. Dann kann ich den Jaskets jetzt mal pushen. Und das wiederum ist jetzt doch schon ziemlich gefährlich. Ah. Na gut, sehen wir mal zu, dass wir das Togetic wenigstens relativ gut besiegen. Zweit war die Hälfte. Und das wird hoffentlich ein bisschen mehr. Das reicht zumindest. So, Metank. Auch damit ist jetzt nicht gut Kirschen essen. Mein Temposchub wirkt. Sehr schön. Silberhauch. Okay, Käfer ist flüssig, das tut weh. Nach dem Schwertanz vor allem. Wow, One-Hit. Okay. Dann kapelst du. Aber immerhin kommt Tundemon jetzt wahrscheinlich dazu, das Ninjas zu erledigen. Viel aushalten tut es definitiv nicht. Aber das Spotlight-Togetic war echt keine schlechte Idee. Weil es durchaus hätte passieren können, dass Togetic sogar noch einen Angriff überlebt hätte und dann hätte es jetzt nochmal boosten können. Oder es hätte halt weiter angegriffen. Beides wäre möglich. So, und da kommt ein Erdbeben. Eieieiei. Hundemon und Gardevoir haben gerade echt einen schlechten Stand hier, habe ich das Gefühl. Aber okay. Einmal den Flammenwurf auf Ursaring und kapelt einmal den Durchbruch auf den Miltank. Hoffentlich reicht der. Nee, reicht nicht. Hätte Feuersturm machen sollen. Schade. Wäre die einzige Möglichkeit gewesen für Unumon hier noch Erfahrungspunkte einzukassieren. Miltank hat auch noch Ursaring selber weg. Hätte das nächste Pokémon vielleicht nochmal Schaden genommen, schade. Na gut. Kappelt sehr staubt die ganze Erfahrung für sich. Wir schicken noch Blitzer in den Kampf. Auch wenn er eh schon mit Erdbeben hier angreift. Ja, Kappelt hat sie auch. Der Durchbruch reicht nicht ganz. Das ist aber okay. Versuchen wir mal das Kapitel zu verwirren. Das wäre echt nett, wenn das klappt. Miltank kriegen wir auf jeden Fall weg. War nicht anders zu erwarten. Und ein Amaldo hat sie noch. Jawoll ja! Er trifft. Das erste Mal, dass sein Wuchtschlag bei uns trifft. Und er hat das Ding fast ausgenockt. Wow. Matschbombe, die wird allerdings wehtun. Matschbombe habe ich leider nirgendwo gefunden. Das wäre echt eine coole Attacke für mein Kappels auch. Ah, naja. Schau mal zu. Es ist verwirrt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es selber umbringt, bei 50%. Insofern würde ich sagen, konzentrieren wir uns jetzt auf Amaldo. Mit beiden. Sehen Sie, dass das K.O. geht. Und hoffen einfach, dass Kapil sich selber erledigt. Das wäre zumindest die optimalste Lösung für uns. Gut, der erste Part hat schon mal geklappt. Amaldo ist down. Jetzt kommt es auf die Verwirrung an. Und auch das hat geklappt. Perfekt. Damit haben wir auch den Kampf gewonnen. Und Blitz erreicht sogar noch Level 66. Oh ja. Jetzt haben wir jetzt zwei Level höher als Gardevoir und Hundemon, aber okay. Die steigen ja bald. Die haben ja nur noch wenig. Also Gardevoir ist ja wirklich nur ein ganz kleines Fitzchen entfernt. Welch fantastischer Kampf. Dem Kandidaten stellen sich nunmehr nur noch vier Trainer in den Weg. Gut.
da würde ich auch sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir die letzten 4 Trainer machen. Und dieses Mal wird es tatsächlich das Finale sein. Ich habe schon 2-mal angekündigt, wahrscheinlich der finale Part, aber alle guten Dinge sind 3. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.